In diesem Video möchte ich etwas über die lokale Stabilität der Lendenwirbelsäule erzählen. Und zwar gibt es viele Möglichkeiten, die Lendenwirbelsäule zu stabilisieren. Krafttraining ist das beste Beispiel dafür, wo letztendlich die Rückenstrecker, die Bauchmuskulatur trainiert wird, um die Wirbelsäule zu stabilisieren. Allerdings ist es so, wenn die tiefe Muskulatur, die tiefer liegende Muskulatur nicht funktioniert, dann wird man damit auch nur bedingt Erfolg haben. Dementsprechend ist es ganz wichtig, auch diesen ganz wichtigen kleinen Muskeln Aufmerksamkeit zu schenken. Und das werden wir jetzt hier einmal machen. Lisa wird das mit mir zusammen einmal demonstrieren. Letztendlich geht es um verschiedene Muskeln, die sogenannte Rumpfkapsel, die sich zusammensetzt aus dem Beckenboden, der sozusagen das Becken, den Beckenraum nach unten hin abschließt und auch ganz wichtig für die Stabilität im Lendenwirbelsäulenbereich ist. Dann haben wir vorne den Transversus Abdominis, das ist ein querverlaufender, tiefer liegender Bauchmuskel, der wie ein inneres Korsett fungiert. Hinten die tiefen Rückenstrecker, da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Und oben drüber liegt, wenn man so will, das Zwerchfell. Und das alles zusammen nennt sich Rumpfkapsel und ist, wie gesagt, maßgeblich für die Stabilität der Lendenwirbelsäule verantwortlich. Gut, wir fangen einmal an mit dem Transversus, mit dem querverlaufenden, tieferen Bauchmuskel. Leg dich gerne einmal auf die Seite. So, und zwar hat man herausgefunden, dass der Transversus tatsächlich bei jeder Bewegung, die wir machen, also ich sage mal als Beispiel Tasse aus dem Regal holen, bevor überhaupt der Armmuskel angesteuert wird vom Gehirn, sollte der Transversus aktiv sein und sozusagen eine zehnte Sekunde vorher schon die Lendenwirbelsäule stabilisieren. Und bei Menschen mit Rückenbeschwerden ist dieser Muskel oft inaktiv bzw. hat Dysbalancen, spannt ein bisschen zu spät oder überhaupt nicht mehr richtig an. Und dementsprechend ist es jetzt wichtig, diesen Muskel im Gehirn wieder zu aktivieren, also die Verbindung vom Gehirn zum Muskel. Dementsprechend geht es hier jetzt weniger um Krafttraining des Muskels, sondern vielmehr um eine Ansteuerung, also Innervationsschulung, wenn man so will. Genau, Ausgangsposition, Seitenlage. Und am Anfang geht es jetzt erstmal darum, gezielt in den Bauchraum zu atmen. Das heißt, einmal versuchen, die Atmung gezielt in den Bauch zu lenken. Das ist für viele Patienten schon mal die erste Herausforderung, überhaupt die Atmung gezielt in bestimmte Bereiche zu lenken. Also hier jetzt in dem Fall wirklich tiefe Bauchatmung. Genau, hier oben kommt jetzt auch ein bisschen was im Brustkorb an. Also versuchen nochmal da zu spüren, wo meine Hand liegt. Man kann auch selber seine Hände dann drauflegen und versuchen, in den Bauch zu atmen. Genau. Als nächstes jetzt einmal versuchen, während der Ausatmung den Bauchnabel ganz sanft einzuziehen. Das heißt, in den Bauch einatmen, locker lassen und während der Ausatmung Bauchnabel Richtung Wirbelsäule ziehen. Und dabei stellt man sich jetzt einen dünnen Bindfaden vor, der von innen am Bauchnabel befestigt ist und versucht mit Hilfe dieses dünnen Bindfadens sozusagen den Bauch sanft einzuziehen. Es geht, wie gesagt, nicht um Kraft. Ganz wichtig dabei ist, dass man nicht zu kräftig, nicht zu plötzlich anspannt, also der Faden sollte nicht reißen. Wenn man das jetzt, du kannst es jetzt einmal ein bisschen kräftiger machen, dann wird letztendlich das Becken sich kippen, also zieh mal den Bauch ganz kräftig ein. Dann kippt sich sozusagen das Becken, übertrieben gesagt, in diese Richtung und der Rücken wird rund werden. Das sollte nicht passieren, sondern man bleibt die ganze Zeit in der gleichen Position liegen und versucht wirklich nur ganz sanft und gezielt den Bauchnabel nach hinten einzuziehen. Und das kann man, wenn man es ein bisschen geübt hat, letztendlich in jeder beliebigen Position machen. Man kann es in Rückenlage, im Sitzen, im Stehen machen. Und Ziel ist es natürlich, das Ganze dann später in den Alltag zu integrieren, sodass man irgendwann gar nicht mehr drüber nachdenken muss, sondern automatisch, spätestens bevor man eine Kiste anhebt oder ähnliches, den Transversus aktiviert. Wunderbar. Dann bitte einmal in den Vierfüßlerstand gehen. Das wäre jetzt die Steigerung. Genau, Knie ungefähr unterhalb der Hüften, hüftbreit. Ellenbogen nicht ganz durchgedrückt, wunderbar. Und jetzt einmal das gleiche Spielchen, einmal versuchen in den Bauch einzuatmen, dabei schön locker durchhängen lassen den Bauch. Und mit der Ausatmung den Bauchnabel einziehen Richtung Wirbelsäule. Ist jetzt ein bisschen erschwert, weil man letztendlich die Organe gegen die Schwerkraft anheben muss. Einatmen locker lassen und mit der Ausatmung das Korsett zusammenschnüren. Genau, perfekt. Das heißt, äußerlich ist im Prinzip nicht viel zu erkennen. Die Wirbelsäule bewegt sich nicht. Du kannst ja noch einmal kurz demonstrieren, wenn du es jetzt zu viel machen würdest, was passiert. Also du ziehst jetzt den Bauch mal ganz kräftig ein. Da
Dabei wird letztendlich das Becken weiterlaufend sich kippen und der Rücken wird rund werden. Genau, also versuchen wirklich die Lendenwirbelsäule komplett locker zu lassen, beziehungsweise stabil zu halten und nur den Bauchnabel einzuziehen. Gut, dann bitte einmal in den Sitz kommen. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Muskel und zwar zum Beckenboden. Den kennt man ja im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Geburt, Rückbildungskursen und so weiter. Aber er hat eben auch eine ganz wichtige Bedeutung und Funktion im Sinne der Stabilität der Lendenwirbelsäule, weil er halt, wie gesagt, den Bauchraum nach unten abschließt. Wenn der Beckenboden ja, zu schlaff ist, dann hängt er so ein bisschen nach unten durch, die Organe sinken ein bisschen ab und die gesamte Statik im Lendenwirbelsäulenbereich gerät durcheinander. Insofern ganz wichtig für die Stabilität der Lendenwirbelsäule ist ein funktionierender, gut trainierter Beckenboden. Man kann sich den Beckenboden vorstellen, so von der Größe her wie zwei Handteller ungefähr und auch ungefähr so dick wie ein Handteller. Also es ist eine richtig kräftige Muskelplatte, die halt wie gesagt den Beckenraum nach unten abschließt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie soll ich den Muskel anspannen? Da gibt es jetzt ganz verschiedene Möglichkeiten. Da kann ich jetzt auch im Detail nicht drauf eingehen. Ich gebe jetzt einfach ein, zwei Vorstellungen dafür. Die einfachste Vorstellung, wenn man jetzt gar keine Ahnung vom Beckenboden hat, wäre, man stellt sich vor, man sitzt auf der Toilette und lässt Wasser und möchte sozusagen den Strahl unterbrechen. Und auch dabei ist es letztendlich so, eine aufrechte Haltung ist ganz wichtig, Fußspitzen leicht nach außen gedreht. Dabei ist es letztendlich so, dass keine Bewegung äußerlich erkennbar ist. Das heißt, wenn man den Beckenboden anspannt, passiert von außen nichts. Also das Becken bewegt sich nicht. Der Rücken bewegt sich nicht, man bleibt einfach aufrecht und stabil sitzen. Das Einzige, woran man eventuell erkennen könnte, dass der Beckenboden trainiert wird, ist ein konzentrierter Gesichtsausdruck. Aber ansonsten äußerlich, wie gesagt, keine weiterlaufende Bewegung. Und ganz wichtig ist, dass das Gesäß locker bleibt. Also, dass man nicht den Po zusammenkneift oder anspannt, sondern wirklich entspannte äußerliche Muskulatur und wirklich nur die innere tiefe Muskulatur wird sozusagen aktiviert. Genau, also einfachste Vorstellung, einfach Urinstrahl unterbrechen. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass man sich die beiden Sitzbeinhöcker, du kannst mal dein Becken so ein kleines bisschen vor und zurück kippen, dann spürst du im Gesäß diese beiden Knochen, diese beiden Sitzbeinhöcker, setzt dich einmal wieder aufrecht hin und jetzt stellst du dir vor, du möchtest deine Sitzbeinhöcker zueinander bewegen. Das heißt, eine ganz sanfte Spannung zwischen den Sitzbeinhöckern aufbauen, als wenn du die zusammenziehen willst. Und das Ganze ohne äußerliche Muskulatur, ohne äußerlichen Muskeleinsatz. Das heißt, der Po bleibt locker und nur Sitzbeinhöcker zusammenziehen. Ganz wichtig, die Atmung schön fließen lassen. Man neigt dazu, gerade wenn man sich konzentriert oder wenn man etwas anspannt, die Luft anzuhalten. Also Atmung fließt weiter. Und was man jetzt bei Lisa tatsächlich gerade gesehen hat, und was man auch selber spürt, wenn man den Beckenboden anspannt, ist, dass man automatisch den Bauchnabel leicht mit einzieht. Das ist der Synergismus zwischen Beckenboden und Transversus. Das heißt, diese Muskeln, Beckenboden, Transversus, tiefe Rückenstrecker arbeiten immer miteinander, also immer im Synergismus. Und das ist auch gewollt so. Das heißt, wenn man den Beckenboden anspannt, ist es richtig, dass der Transversus auch leicht mitmacht. Wunderbar. Man kann sich letztendlich auch vorstellen, ein Zelt sozusagen, ich hätte von dieser Kuppel gesprochen, ein Zelt, was jetzt so zusammengesunken unten im Beckenraum liegt. Und wir wollen jetzt dieses Zelt im Prinzip so sogartig nach oben aufbauen. Das heißt, wir wollen jetzt innerlich ein Zelt oder eine Kuppel aufbauen. Um das noch ein bisschen zu verstärken, machen wir jetzt noch eine Übung. Und zwar faltest du einmal die Hände vor der Brust. Baust einen leichten Druck mit den Beinen gegeneinander auf und ziehst jetzt praktisch die Hände vor dem Oberkörper nach unten, während du aber insgesamt das Gefühl hast zu wachsen, als wenn dich so ein Bindfaden hier oben rauszieht. Perfekt. Und dann wieder locker lassen die Hände. Einmal nach oben führen, einatmen, mit der Ausatmung wieder den Druck aufbauen, Beine zusammendrücken und langsam runterziehen. Der Bindfaden zieht dich nach oben raus und innerlich die Kuppe schön aufspannen. Perfekt. Wieder locker lassen. Und jetzt noch einmal, während du die Hände runterziehst, die Fußspitzen mit aktivieren. Das heißt, die Fußspitzen einmal hochziehen. Po bleibt locker, Beckenboden anspannen, Zelt aufbauen. Sehr schön. Und auch hier gilt wieder, versuchen diese Beckenbodenanspannung, diese Beckenbodenübungen einfach in den Alltag zu integrieren. Ich sage immer meinen Patienten an jeder roten Ampel einfach mal den Beckenboden anspannen, also dass man es einfach ins Bewusstsein bekommt und immer wieder zwischendurch macht und dann, wie gesagt, automatisiert sich das und irgendwann braucht man gar nicht mehr drüber nachdenken. Sehr schön.
Gut, dann kommen wir einmal zu der nächsten Muskelgruppe, und zwar zu den tiefen Rückenstreckern, zu den Multifidei, nennen die sich. Das machen wir einmal in Bauchlage. Wenn du dich einmal auf den Bauch legen würdest. So, und zwar gibt es hier auch oberflächliche und tiefe Rückenstrecker. Mit den Rückenstreckern ist gemeint letztendlich diese beiden Streckmuskeln hier rechts und links der Wirbelsäule. Das sind richtig kräftige Stränge, die hier an der Wirbelsäule entlang verlaufen. Und die versuchen wir jetzt einmal zu aktivieren. Und zwar kippst du bitte einmal dein Becken vor und zurück. Also das Becken hin und her bewegen, vor, zurück, als wenn hier eine Achse wäre, um die herum man praktisch das Becken in beide Richtungen kippt. Vor und zurück, also einmal Richtung Hohlkreuz und einmal in die andere Richtung. Sehr schön. Und während der Kippung in diese Richtung, also praktisch Richtung Hohlkreuz, sieht man jetzt hier auch schon schön, spannen sich die Rückenstrecker an. Also ganz bewusst anspannen und einmal wieder in die andere Richtung lösen. Anspannen und lösen. Also immer im Wechsel die Muskulatur aktivieren mit der Beckenkippung und wieder locker lassen. Sehr schön. Super. Es gibt weitere schöne Möglichkeiten, die Tiefenmuskulatur zu aktivieren. Und zwar eignet sich dafür beispielsweise der Einbeinstand. Generell muss man sagen, je labiler die Unterlage, je geringer die Unterstützungsfläche, desto mehr müssen halt letztendlich die Tiefenmuskeln aktiviert werden, um dafür zu sorgen, dass die Wirbelsäule stabil bleibt. Einfachste Übung, Einbeinstand. Du stellst dich einfach mal auf ein Bein. Ganz wichtig dabei darauf zu achten, dass das Knie immer locker ist. Genau. Und man sieht jetzt schon so leichte Wackelbewegungen, das ist auch ganz normal. Und das bedeutet letztendlich, dass der Körper ständig dabei ist, mit minimalen kleinen Bewegungen zu stabilisieren. Und wenn man sich jetzt nochmal ganz bewusst auf die Muskeln, die wir gerade trainiert haben, beziehungsweise angesprochen haben, also Transversus, Beckenboden, tiefe Rückenstrecker konzentriert, dann merkt man, dass da auch eine Aktivität vorhanden ist. Genau, super. Darauf achten, dass der Fuß nicht verkantet, stelle ich nochmal aufs andere Bein einmal, dass man darauf achtet, dass praktisch sowohl der Großzehenbein als auch der Kleinzehenbein in Kontakt bleibt. So kleine Kippebewegungen im Fußgelenk sind ganz normal. Aber da einfach schön darauf achten, sowohl Großzehenbein als auch Kleinzehenbein in Kontakt zu halten. Sehr schön. Um das Ganze zu erschweren, kann man jetzt immer die Augen schließen. Das heißt, wenn man sagt, das ist ja viel zu leicht, fühle ich mich sehr sicher auf einem Bein. Sobald man die Augen schließt, wird es gleich wesentlich wackeliger. So kann man das Ganze sozusagen immer intensivieren. Dann gibt es weitere Möglichkeiten, beispielsweise Kreise oder auch diese Wabbelkissen. Stell dich da gerne einmal rauf. Dadurch ist jetzt einfach so, dass die Unterlage labil und wackelig ist und das Ganze auch einfach nochmal verstärkt wird. Genau, und jetzt kannst du nochmal deine Hände einmal nach vorne nehmen und nochmal so kleine Hackbewegungen machen. Und auch dadurch kriegt die Rumpfmuskulatur jetzt einfach nochmal Impulse, um gegenzuhalten, zu stabilisieren. Genau, unten wieder auf den Fuß achten, Knie leicht gebeugt, einmal das Bein wechseln und richtig kleine, abgehackte Bewegungen machen. Perfekt, super. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man könnte sich auch auf so ein Kissen stellen oder einfach nur so auf einem Bein und den Ball gegen die Wand werfen und wieder auffangen. Also einfach obenrum so ein bisschen Unruhe reinbringen, um letztendlich die Tiefenmuskulatur dazu zu bringen, gegenzuhalten, zu stabilisieren.